Einwanderungsbehörde? Finanzamt. Wir sind ein paar Männer von der Regierung. Ich werde ausgeweidet. Sie haben im Jahr 91 eine kleine Stadt erworben. Die habe ich so zum Spaß für meinen Sohn gekauft. Sie können da günstig wohnen, bis Sie wieder auf die Füße kommen. Roland Chit. Sie sind der Bürgermeister von dem Ort. Ja, genau, der bin ich. Wenn Sie mal einen Arsch kriechen wollen, nehmen Sie meinen. Haben Sie vielleicht eine Suite? Ja, nun wieder. Das hier ist ein Motel. Das riecht wie eine Sporttasche. Ist hier noch jemandem schwindelig? Kann ich mal Ihr Klo benutzen? Der Zug hat schon Fahrt aufgenommen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Die Zimmer hatten doch mal Türen. Das Bett ist klitschnass. Ist es Blut? Meine Ohrringe! Sie waren hier! Sie sind nicht mehr hier! Ah! Roland, verpissen Sie sich endlich! Das ist meine Stadt. Und Sie spielen hier nach meinen Regeln. Dieser Wein ist grauenvoll. Gib mir noch ein Glas. Warum haben Sie so ein Riesenproblem mit dem Schild? Weil es so aussieht, als würde Ihr Großvater Ihre Großmutter von hinten vögeln. Das ist seine Schwester. David hat die vergangenen 3 Tage auf einer Farm verbracht, bei den Amischen. David, ich bin hier! Jetzt, nach 3 Tagen! Dein Telefon war aus! Ich habe Alexis eine Nachricht geschickt. Oh mein Gott! Was machst du? Ich wollte dich in den Arm nehmen. Was ist denn hier los? Ich habe nur gerade meine Kinder umarmt. Wieso? Glückwunsch zum Hochzeitstag. So soll es sein. Schon gut, das reicht jetzt. Wenn du primeln willst, dann musst du sie selbst pflanzen. Dies sind dunkle Zeiten, John. Aber nicht so dunkel.